Er ist zu tief in der Rolle. Chill. Zeig mal kurz beide von hinten. Stellt euch mal hier. Ja, genau so. Ja. Sag mal nochmal auch du, Amy, geh mal daneben. Und jetzt umdrehen. Ey, in der Pose. Pau. Ach du Scheiße. Guck mal hier, Arsch. Wayo, wayo, ja, Amy, genau so. Ja, ja. Und jetzt ein kleiner Dancer. Ein kleiner Dancer? Ja. Ein bisschen dancen, sagst du? Mhm. Okay. Alle beide, Lena auch. Für euch, nur für euch. Nur für uns. Habt ihr Musik an? Ja, wir haben, aber wir haben Jazzmusik an. Das ist gerade nicht. Machen wir ein bisschen diese Strip-Musik an. Ist es The Weeknd? Nein, diese Strip-Musik. Welches ist denn Strip-Club? Gib mal einen einfach Strip-Club, Strip-Musik. Da kommt Brand Scheiße. Kennt ihr nicht Chat diese. R&B. Ich hab einen Song. Du weißt, was ich meine. Magic Mike. P. Diddy ist zu insane. Guck, du gibst das sogar ein. Ja. Ja! 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 Weiter wie? Es wird ernst. Aber sag nicht, dass du die Nummer von mir hast. Sag, du hast was okay, erfahren. Okay, Joanna, ich wollte dir was sagen. Du kannst später, also wir können uns treffen, aber nicht ich, sondern meine andere tiefe Stimme kann mit dir was unternehmen. Weißt du, wie ich meine? Okay, alles klar. Ja, okay. Okay. Ciao. Ciao. Bis gleich. Okay, warte kurz. Ey, wir haben ein ernsthaftes Problem. Warte kurz. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Problem ist, dass Viola noch nicht zurückgerufen hat. Nein, Bruder, wir haben ein Problem. Das ist das Problem. Gegen uns wird ermittelt, nein. Bruder. Wir machen hier Didi-Partys den ganzen Tag. Ja, Bruder. Ja. Du warst schuld. Homie, du checkst den Ernst der Lage nicht. Halt deine Fresse da! Denn bei dem? Wo ist der? Warum? Oder was hat er wieder für einen Film? All die Zeit, die ich für sie investiert habe, in meinem Kopf, in diese ganzen Menschen, die verzweifelt sind. Diese Menschen, die mir keine Antwort geben können. Ah, die Viola, hinter der hinterher ist, hat jetzt einen anderen. Warum? Wie einen anderen? Mhm. Ist das die Viola, die ich angerufen habe? Wie die hat einen anderen? Wie einen anderen? Dieser Menderes, wo die meinte, die ist gerade mit dem. Kann sein, ich weiß nicht. Ich bin gerade mit Mendes. Viola! Ist, ja mit, ist die mit Mendes? Yes. Chill Chat. Ich hab das nicht auf Snapchat gepostet. Spitzen, wenn die mir diese Snaps da sehen, die ich gerade gemacht habe. Dennis. Nameless. Mendeless. Nameless. Bitcoin bei 72.000. Ich schätze einer dieser Leute. Mann ist tot. Ja. Hier gibt's nichts mit normal. Viola. Wegen dieses Sicky schon gerade. Hätte ich keinen Blacksing gemacht, dann wären wir gefickt gewesen. Das war's, Chat. Niemals. Und jetzt? Beide weg. Auch oh, die Lena. Ich hab die gefickt. Mein Arsch wäre weg. Ja, deswegen zeige ich sowas auch nie. Ach du Scheiße. Und jetzt? Wie kriegen wir unseren Bann weg? Die sind so, glaube ich, sogar. Wir sind nur nackt sogar.
Die sind da noch. Ich darf dich nicht hören, Bruder, also ich geh mal schnell raus. Geh weg, Bruder, ich will nicht der Dritte sein, geh mal nach Hause. Die stehen da im Raum, die denken sich zu, die stehen da nackt. Nee, da noch nicht, also. Fahr mal direkt weg. Hier, Bruder, bransen die. Auf Twitch gebannt, kann man da nicht mehr streamen oder was? Ja. Nein, sind nicht gebannt. Oh, wir haben ein Riesenproblem. Was ist passiert? Wir müssen uns treffen, wir müssen uns treffen. Wo bist du? Alles klar, wohin soll ich kommen? Lass uns irgendwo treffen, wo uns keiner sieht oder so. Auf dem Friedhof, okay, ich komm vorbei, bis gleich. Alles klar, komm sofort. Oh, ja. Wo ist nochmal Friedhof? Holt mich ab, Chat. Ey, das könnte aber ernst ein geiler RP-Strang sein mit diesen Diddy-Partys und dann vor Gericht so. Ich komm so in den Knast, ich esse 7 Tage nichts. Ja, ja, erstmal musst du aus dem Ding rauskommen. Und dann, wir kriegen so eine Razzia, es werden so Babyölflaschen, Dildos, alles gefunden. Babyöl, ist das in diesem Haus von Bruce? Ja. Da wird das gemacht? Ja. Okay, warte kurz. Lange keine mehr gemacht, oh. Ja, aber wenn rauskommt, dass wir da Babyöl haben. Oh nein, oh Milo, wie sieht das was mit uns, oh. Dann war's das mit uns, oh, ja. Oh Milo, das war's, oh. Chat, schreib mal kurz die Nummer auf. Ich komme in die Zelle. Ab nach China werde ich wieder abgeschoben, oh nein. Ab jetzt. Oh, lassen wir uns nichts mehr ansehen. Homie, wenn irgendwelche anderen Leute aussagen und wir ins Gefängnis müssen oder so, dann war's das mit uns. Homie. Ich will nicht zurück nach China, da. Ich hab mir doch so schön hier alles aufgebaut, da. Woher hast du diese Informationen? Die Musik ist Arsch. Joanna, ein Unbekannter auf mich an, warte. Hallo. Das ist Lotti Karotti, der Hundesohn. Wer ist Lotti Karotti? Hallo? Ich renn.
Hallo? Wer ist da? Das ist dieser Tibeti Mura. Warte mal. Der geht nicht ran. Ich hab mein Handy gepackt. Homie, was passiert, wenn wir eine Razzia kriegen? Lingling. Boah, na, ich würde sie gar noch gerne einmal ballern wollen, Alter. Wen ballern? Achso, Viola? Ich durchnehmen, ne? Wen durchnehmen? Einmal so Joanna noch einmal so durchnehmen. Wow. Wo Viola nicht zu. Bruder, der ist immer noch bei Viola, so, dieser Arschkopf. Mein Herz. Ein nächstes Mal, weißt du, bevor wir in den Knast kommen. Einmal noch so. Du weißt doch. Du weißt doch, Mann. Einmal noch. Homie, verstehst du den Ernst der Lage nicht? So. Wenn die mitkriegen, dass wir, was wir da gemacht haben, landen wir bis zum Ende unseres Lebens ins Gittern, Alter. Du kleiner Vollidiot. Homie, du. Weißt du, wie schwer es ist in China in der Zelle, du? Bist du eigentlich in Afrika überhaupt eine Zelle, wenn du zurück abgeschoben wirst? Wo landet man dann? In Käfig mit Löwen zusammen oder so? Sag mal. Ja? So? Käfig mit Löwen in Afrika, ja? Leid. Ja? Ich meinte das nicht, oder? Ich meinte natürlich, wie ist es denn so? Wie geht der Mann denn bei euch vor? Ganz also, normaler Knast. In Amerika, wie schätzt du, was denkst du? Wie schätzt du dir das davor? Guck mal, mit Schlangen in eine Zelle oder so, irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja, man landet in einem Baumhaus. Für einen Monat. Ich hasse. Arschkopf. Baumhaus ist kaputt. Das ist ja wirklich verrückter Umbau, so Baumhaus. Ja. Ja, merk selber, ne? Baumhaus, ah. Arigato gozaimasu. Genau. Arigato. Also, wo haben wir stehen geblieben, so ist er, Ja, Homie, er geht jetzt jemand gegen uns. Eine aber Woche. Woher weiß sie das denn? Woher weiß das Joanna? Ich weiß es nicht. Ruf sie an nochmal. Sie soll auch hierher kommen. Sie soll uns das Ganze erklären. Ja? Joanna, hm? Können wir uns kurz treffen? Kannst du mir das Ganze erklären? Hast du schon mit dem gesprochen gehabt? Nein, noch nicht. Echt noch nicht? Nein. Bist du dir sicher? Wirklich, der geht nicht rein. Ja, können wir uns in 5 Minuten treffen? In 5 Minuten wo? Beim Autohaus. Das Autohaus. Aber ich brauche halt kurz 5 Minuten, weil ich kurz über etwas nachdenken möchte, okay? Ich schicke den Standort gleich. Okay, gut. Zwei Sachen. Lol. Was ist die aber? Ja. Du hast von jeder Nacktbilder und so. Ja. Oh, jo. Seriös. Seriös. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ja, die kann was. Wie sieht diese Viola aus? Zeig mir die mal. Homie, der ist die ganze Zeit bei Viola, Alter. Der will nur Viola. Mein Kopf dreht sich nur um Viola. Ich hab ihre Mutter beleidigt, nicht aber der, ich weiß nicht, dass sie dann in Ordnung kriege. Ah. Ich hab sie als Mutter beleidigt, kurz, Mann, das war's doch schon. Ja. Immer noch auf den Rückruf am Warten. Ach so, ja. Was auch so, ja. Das dauert noch ein wenig. Warum? Ja, das dauert noch ein wenig. Warum? Warum? Wo bist du denn? Ist das so? Theater. Mit? Wo ist das? Wie mit? Ja, mit wem? Hallo. Luther. Robert von Samado. Luther. Wer ist das?
meine Freunde. Männliche Freunde? Ja. Warum? Das ist die, die ich denke. Hundesohn! Hundesohn, warte, lauf dich doch runter, du bist der Hundesohn! Ja, wie? Warte. Gehst du mir fremd? Jo, wer bist du? Sosa. Boxosa. Boxosa? Hallo. Gib Sosa sein Handy zurück, aber sofort. Ich bin Sosa. Mit Befehlen, so? Wie aber sofort? Du rufst mich ja nicht mal zurück. Ja, weil ich jetzt immer noch keine Zeit habe, vielleicht. Welches Theater bist du? Es gibt nur ein Theater. Okay, ja, ich komme dich abholen. Wieso abholen? Gleich. Okay. So. Okay, fahr mal dahin. Tommy, das, weißt du, was das für eine ist? Hm. So eine richtige Frankfurt Hauptbahnhof. Tot? Ja. Wie, du meintest gerade noch Kylie Jenner? Und ja, aber die macht auf Kylie Jenner, deswegen meine ich ja. Aber die ist tot. Ja. Dann scheiß auf die. Ist die überhaupt? HND. AMD? HND. N-N-N-N-N wie ein... HND. Ja. Wie war's? Ja, wie... Nokia. HND, du ja. 30 Minuten. Das heißt, du musst 9.30 Uhr hier los. 3 Stunden. Und der Heulende. Ist da leicht mal mit dem reden. Grüße den. Straf den mal. Guck mal, hör mal zu. Ling. Halt deine Fresse, halt deine Fresse, halt deine Fresse da. Was halt deine Fresse? Mir, halt aber kurz deine Fresse. Was halt deine Fresse? Fresse? Ja, so bist du jetzt wegen einer Chaya, ja? So? Hör mal zu. Ich oder? Hör mal zu. Ja, bitte. Das ist ein Gespräch unter Männern. Unter richtigen Männern? Unter richtigen Männern, ne? Ich weiß, dein Herz ist gebrochen, ist nicht schlimm. Du musst das jetzt nicht so überspielen. Wir quatschen ein bisschen. Fahr mal ein bisschen. Fahren und quatschen. Also, wie geht's dir? Ehrlich. Mir geht's beschissen. Ja, lass alles raus. Warum hat sie mir das angetan, sag mal. Was hat die gemacht? Warum ich war am Telefon, hab ihr gesagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast mein Herz gebrochen. Ich hab mir für Warum dich so viel Mühe gegeben. Warum hat die dein Herz gebrochen? Oh, mir doch ganz einfach. Ich hab mir so viel Mühe gegeben und sie hat diese Liebe nicht erwidert. Sie hat mir nicht diese Aufmerksamkeit gezeigt, die ich wollte. Sie hat nicht gezeigt, dass sie mich wirklich liebt. Siehst du das? Obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe. Dann heulst du rum. Oh, mir, das war meine erste Liebe. Und man sagt, nach der ersten Liebe liebt man nicht mehr richtig, verstehst du? Das war meine erste richtige Liebe. Gibt's ja einen Gym? Du sollst mir helfen, nicht mit Gym helfen, du sollst rein mir helfen. Rein da ins Gym und Fresse halten. Wie rein da ins Gym und Fresse halten? Ja. Das war nicht die richtige für dich am Ende des Tages, sonst wäre das nicht passiert. Ja, gar kein Problem. Ja, gar kein Problem, Mann. Einfach den Schmerz aufnehmen und verarbeiten und in was Besseres konvertieren. Warst du mal verliebt? Ja. Ehrlich? Einfach und nicht. Warum lief es? Warum hat es nicht funktioniert? Ach. Frauen. Oh, ne. Die Amy, die hat auch mein Herz gebrochen, schon ein, zweimal. Hast für dein Herz gebrochen, Olom, jeden Tag. Du gehst in dieser Wald, Junge. Du nimmst sie jeden Tag durch. Was für Herz gebrochen. Morgen ist sie sauer, übermorgen fickst du sie wieder. Was ist das denn für eine Beziehung, die ihr überhaupt habt, Junge? Ja, das ist, ja, nein, so läuft das. Ja, und du, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Bist du am Rumheulen? Wie läuft es dir und deiner Chaya? Du gehst mit 20 Frauen. Okay, aber mir geht's besser als dir. Du bist am Rumheulen. Du bist am Rumheulen. Sie hat mein Herz gebrochen! Ich liebe sie! Ich liebe sie! Sie hat mein Herz gebrochen! Als Maul, du sollst mir helfen, Alter! Du hast doch keine Ahnung, Alter! Verpiss dich, Junge! Verpiss dich! Such die andere Freunde! Ich scheiß auf dich! Ah!
So, hast du dem jetzt geholfen? Ja, Bruder, der ist mir hier im Rumheulen. Im Rumheulen und mich auch noch am Front. Verlass. Das hat ja gar nichts gebracht, dieses Gespräch hier gerade. Das ist aber schuld. Manche Leute, die wollen nicht, dass man denen hilft. Der muss selber merken. Und der kommt ja wieder, das meine ich. Ist das der? Ami, ey, wir müssen zu Joanna kommen. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Oh, genau so, genau das will ich hören, Joanna, Baby. Verstehst du das? Eigentlich los, mit geht's. Ihm jetzt zu Viola. Markiere. Hab schon. Beiseite, Junge, wir gehen jetzt Joanna flanken. Ja, was jetzt? Hey, Mann. Ist doch markiert, Ami, fass hin. Hallo, Diamantel. Wir gehen Joanna ballern irgendwie, glaube ich. Das Gefühl. Joanna Nein, ballern. Nicht ballern, Mann. Nicht ballern, du Motherfucker. Wir gehen mit Joanna reden. Ich habe ruhig angerufen. Warum ist er nicht drangegangen? Ruhig soll mal rangehen. Ich wollte ihm was fragen. Rüter! Hey, Rüter! Hey, Rüter! Geh an dein Handy, okay? Ich ruf dich jetzt an. Hier ist doch keiner. Muss ich verarschen? Nur in welche Gasse willst du mich jetzt ficken oder so, dass du mich in diese Gasse gebracht hast? Halt die Schnauze, man. Joanna, wo bist du? Im Autohaus. Ja, aber wo? Da drin? Mhm. Gibt es hier einen Hintereingang? Ich habe dir doch Standort gesendet. Hinter dir. Also, Joanna. Ah, da bist du. Alter, wie siehst du denn aus? Sorry, also, wer ist dieser Typ? Ich weiß es nicht. Der heißt einfach Agent 07 und der will alles über die White Parties herausfinden und euch richtig ficken anscheinend. Woher weißt du das? Weil er mir das gesagt hat. Er hat mit mir geredet, er hat mich gesucht, er hat mich gefunden und dann hat er mich ausgefragt. Warte mal, ich habe sogar seine Nummer, das ist dieser Tibet Himura. Okay. Ist der Cop? Der ist Cop, der ist Undercover Cop. Der ist eine Katakomb. Scheiße. Mhm. Ruf ihn doch mal an. Zeig, du hast Dinge erfahren. Oh, hab ich schon, aber irgendwie. Bist du narrisch? Oh mein Gott, Lingling. Du bist der Letzte, den ich sehen wollte. Bist du narrisch? Tut mir leid. Wo hab ich stehen geblieben? Ja, ruf den doch mal an, ich weiß es nicht. Ich hab ihn schon versucht anzurufen, der geht irgendwie nicht richtig ran. Soll ich ihn mal herlocken? Warte. Ey, hast du gerade angerufen? Hallo? Mit wem rede ich da? Big Sosa. Wie kommst du an diese Nummer? Und was willst du von mir? Du hast mir schon mal deine Nummer gegeben. Du bist dir da sicher? Ja, da bin ich mir sicher. Was willst du, kleiner Motherfucker, von mir? Ich will von dir gar nichts. Was willst du von mir? Du rufst doch an. Ich hab gehört, ein, zwei Sachen gehört, dass du gegen die Partys ermittelst. Stimmt das? Das könnte gut möglich sein. Scheißt du dich ein, du kleiner Wichser? Bist du klein, immer der Fecker von uns, Mann. Ey, das, was du den Frauen angetan hast. Das wird bald die ganze Stadt erfahren. Und dann werde ich euch alle auseinandernehmen. Ami, wie viel willst du? Wie viel willst du, Ami? Ich weiß nicht. Nach wie viel hört sich das an? Ich hatte blaue Flecken überall und er versucht zu fliehen. Ich bin dir auf der Spur, Motherfucker. Wir werden uns bald sehen. Doch bis dahin, halt lieber die Füße still. Ja.
sind gefickt. Was? Wir sind gefickt. Blaue Flecken überall und so. Krass, mit Audio. Perfekte Scheiße, wir sind gefickt, wir sind ruiniert, wir sind ruiniert. Oh, wir sind ruiniert, ciao, wir sind ruiniert, ciao, 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 ciao. Ciao, Scheiße. Oh, ciao, 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 Obi, bitte. Ich wollte, bitte. Bruce hat wieder seine Midlife-Crisis, was ist los? Obi, hör mir mal zu. Ey, leg auf, mit wem telefonierst du da? Der hat gerade Probleme, dieser Soße, keine Ahnung, dieser Junkie nervt mich schon. Du, leg auf, Homie, leg auf. Ja. Was ist los, Homie? Ich hab den Typen gerade angerufen, der gegen uns ermittelt. Der hat Sprachnotizen von Frauen, die sagen, dass sie blaue Flecken von uns haben und unmächtig waren. Wir sind ruiniert. Mein Leben ist gefickt. Mein Leben. Und? Was ist bei rausgekommen? Wir sind ruiniert, wir sind ruiniert. Reiß diese Villa ab. Jemand muss diese Villa abreißen. Wir müssen alle Beweise vernichten, Leute. Sonst sind wir gefickt. Komm mal mit zu, wir machen das, okay? Wir müssen. Komm mal. Morgen bin ich ja später. Wann bin ich da morgen? Wann landen wir? Morgen, wann bist du morgen da? Da? Oder ihr legt ihn einfach um. Ey, Bruder. Wir landen im und lasst ihm sein ganzes Handy. Da sind wir erst so, so eine Aufnahme 22 Uhr im Lager. So. Um 22 Uhr kannst du live gehen. Erst 22.30 Uhr. 22 Uhr können wir jetzt live gehen. Ja, weil wir landen 19 Uhr. Aber sollen wir das dann morgen schon machen oder übermorgen? Welcher Tag ist heute? Was denn? Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch, 30. Also bei denen ist sogar noch der Dienstag. Jetzt. Mittwoch? Ja, wir landen am Mittwoch. Ja, heute 19 Uhr. Wir müssen das wirklich mit Storyline machen und so. Ich würde das sogar am. Ich würde das am Donnerstag oder Freitag machen, Chat. Hör mir mal zu, Homie. Donnerstag oder Freitag, ja? Ciao. Also bist du morgen nicht da, oder? Morgen bin ich da, aber erst zu spät, dass man diese Filme schieben kann. Weißt du, wie ich meine? Morgen. Mhm. Übermorgen. Also Donnerstag oder Freitag. Suchen wir alle zusammen und vernichten alle Beweise zu Hause, okay? Wir machen alles. Das, wir vernichten mir die ganzen Beweise, oder die ganze... Wir müssen das zu dritt machen. Der ganze Staat hat die ganzen Videos und Bilder von uns. Homie, wir müssen das zu dritt machen. Okay. Oh. Homie, Peppi muss kommen, ne? Peppi, Donnerstag oder Freitag? Ich würde sagen, Donnerstag erst. Donnerstag ist Halloween. Ah, Donnerstag geht nicht da. Donnerstag geht nicht da. Ist was ganz anderes geplant. Was krasses. Was ist denn da geplant? Kann ich nicht sagen. Dann Freitag. Freitag dann. Genau, Freitag. Hallo? Hey, sie nimmt auf! Sosa! Wie, du nimmst auf? Ich nehm dich auf. Hä? Doch, der hat aufgenommen, oder? Ich bin paranoia jetzt. Ich nehm gar nichts auf. Der hat gerade. Das ist so ein Lil Durk-Ding. Warte mal. Die ist verkabelt. Warte mal, bist du verkabelt hier gerade? Nein. Das ist ein Lil Durk-Stuff hier. Das haben wir sofort gemerkt. Nein. 100% nicht. Ja. Die Kamera, die ist auch weg. Wir gehen in Brand. Die muss uns nachgeschickt werden. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind gefickt. Ja, ihr seid gefickt. Wenn ihr noch mehr Mädels findet, die aussagen, dann ist vorbei. Würdest du doch niemals aussagen, oder Joanna? Da? Ich niemals. Wie fährst du nur nach Hause? Boah, das kostet viel, ne? Nicht da. Scheiße, ihr seid alle krank. Wisst ihr das?
bist auch krank. Ihr seid krank. 12 Uhr. 5 Stunden. 4 Stunden. 8 Uhr. Wenn sie aufgenommen haben, sind wir eh gefickt. Wir können eh nicht Datei dingsen. Hey Homie, das waren viel zu viele Frauen, das war's mit uns so. Homie, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Homie, habt ihr die einen Weg gefunden? Nein, wie sollen wir einen Weg finden? Ich hab keine 70 Millionen auf meinem Konto, Milliarden. Perfekte Scheiße, Homie. Wir kriegen das schon hin. Egal, Homie, wir machen morgen eine All-White-Party. Ja. Was? Bist du geisteskranke? Warte, ey, Homie, hör mir mal zu. Dürfen wir jetzt nichts mehr zu tun haben? Erstmal 7 Tage oder ist das egal? Homie, die Amy hat Malta bekommen. Homie, wer ist aber auch so dumm, so dumm? Es gibt ja schon Gründe, warum ein schwarz vor Augen wird. Also wirklich, wenn man denkt, man einem passiert nichts, ja, ist halt nun mal das Problem halt, ne? Kann man nichts machen. Was sag ich denn jetzt? Ich kann mich 7 Tage nicht mit dir treffen, oder? Sag ihr, wir brauchen eine Beziehungspause oder so. Keine Ahnung, Alter. Sag, du brauchst Abstand. 7 Tage lang. Ja. In-game ist egal, Bruder, ich will nichts riskieren. Aber krass, also bedeutet das, man muss wirklich aufpassen. Ne? Bis einer weint halt die ganze Sache. Ja, Homie, bis einer weint. Ja, genau. Bis einer weint. Hier, öffne mal einen Glückskeks. Ich will wissen, was heute dein Glück ist. Lass uns zusammen öffnen. So. 3, 2, 1. Du bist einzigartig, lass dir nichts sagen. Bei mir steht: Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Fick dich und dein Glückskeks. Ey, wie machst du denn das überhaupt mit diesem Hall? Hast du ein Go-XLR? Aber was machst du dann hoch? Echo und Reverpal. Echo. Echo habe ich auf 1 Strich, also 2 Striche. Und Reverb habe ich 1, 2, 3, 4, 5. So, also so habe ich auch dieselbe Stimme wie du? Nein, gerade nicht. Warum? Hast du FX gedrückt? Ah, genau, jetzt. Ja, jetzt hast du das. Ciao, Linge, ich habe deine Mutter gefickt. Ich hab Chaniqua durchgenommen, Chaniqua von hinten, doch, güm, 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 oh. Fick deine Mutter. Aber geil, Alter, das kann... Vater, gut, so, komm jetzt, was? Was? Komm jetzt, warum, für Wasser? Sorry, komm. Okay, aber wir auf jeden Fall. Joanna Flanke, ne? Achso, ja, stimmt. Joanna! Ja? Hast du Lust auf eine kleine Session? Warte mal kurz. Homie, sie gibt die Informationen weiter. Ich sag's dir, Alter, wir werden gerade richtig gefickt von ihr. Weißt du, oder? Never trust bitches, man. Hat Loki recht. Sie ist verkabelt, Homie, da. Das ist so ein Lil Durk-Ding, ich sag's dir, da. Ich glaube, ich hab 3... Ich könnte ja 7 Tage lang könnt ihr Joanna jetzt ficken, ohne alte... Weißt du, dann kannst du sie als Grund benutzen. Ich hatte, ich durfte mich nicht mit dir treffen, da. Weißt du, Homie, da. Wir machen einen Vertrag aus, der 7-Tage-Vertrag. Mal ruf Amy an.
Okay, hab ich. Ein 7-Tage-Vertrag, ich habe dir das geschrieben. Genau, ein 7-Tage-Vertrag. Gut. Wollen wir jetzt weiter? Okay, ja. Hey Homie, du musst mir mal sagen. Hey, mir hat geschrieben, klar, wenn du mich nicht vergisst. Das heißt, ich kann 7 Tage machen, was ich will. Joanna, komm. Ja. So, komm her. Ich muss kurz auflegen. Bis dann, Paulina. So, ja? Du bleibst hier. Ich bin dein Chef. Okay, und ich komme rein, wie du am Arbeiten. Ach du Scheiße. Wir klopfen. So, was läuft denn hier? Was machst du in meinem Büro? Hi, Mr. Sosa. Ich habe gerade die Unterlagen durchgeschaut. Mir hat noch etwas gefehlt. Die Unterlagen? Was? Warum ist da... Warum hast du da Pornoseiten auf dem PC? Was ist denn das? Stopp. Also... Die Seiten, die haben sich automatisch geöffnet, als ich den PC entschlüsseln wollte, also... Nein, das hatte ich gestern nicht offen. Ich habe extra alle zugemacht. Dann... Vielleicht war das eine der anderen Mitarbeiter, die gerade hier waren? Ich weiß es nicht. Du bist ganz alleine hier. Kann gut sein, aber vielleicht war einer noch vor mir hier, bevor er nach Lehramt gegangen ist. Ist ja gar kein Problem. Du bist ja nicht allein. Wir sind allein, stimmt. Mein Baby, ja. Ja, mein Baby. Hm. Ich wusste schon immer, du bist versagt. Die beste Angestellte, du kriegst eine Gehaltserhöhung von mir. Hm. Du kriegst eine dicke Gehaltserhöhung von mir, Baby. Also, mir wäre ein neues Auto lieber. Neues Auto willst du also, hm? Pet, komm her! Ja, willst du ein neues Auto haben? Stopp. Warum? Haben Sie Fensterputzer für heute eingerufen? Ey, was willst du hier? Homie! Ich mach hier nur sauber, denn ist das? Die Fenster wohl seit langem nicht mehr sauber gemacht habe. Verstehst du? Ich muss die auch ein bisschen sauber machen. Wie sauber machen? Du wurdest gar nicht eingestellt für heute, du kleiner Motherfucker. Verzieh dich! Mach doch mal weiter. Ich klär das kurz, ja? Verpiss dich, du perverser Chinese! Homie, organisier doch mal einen Dreier, Alter. Warum immer du? Lass mich doch mal mitmachen. Da jetzt Fiona nicht da ist, kann ich ja jetzt auf Kakao. Der hat einen Knacks, bist du verrückt? Okay. Der hört dich nicht. Doch, ich höre sie, Nein, das ist alles normal, was ich mache. Okay, Baby, zieh dich aus, los, wir legen los. Hörst du das? Gas. Ehrlich gesagt, muss ich jetzt gehen. Joanna, ich würde dir noch was gesagt haben. Was denn? Oh. Weißt du, dass ich dich sehr attraktiv finde? Ist das so? Ohne Wieso. Ganzen Drehscheiß hier. Ich finde dich wirklich attraktiv. Macht es dir Spaß? Nichts macht mir mehr Spaß als das. Wir regeln das schon. Das ist schön. Also. Das können wir ja später gern wiederholen. Später bin ich nicht da, aber. Wir sehen uns auf jeden Fall, ja? Ich habe die Schlüssel vom Tropical und da unten gibt's sehr schöne Räume. Das können wir auf morgen verlegen. Morgen Abend, Baby. Ja, sehr gerne. Okay, bis morgen, ja, Baby. Bis morgen. Was macht dieser... Den wir sauber machen, hier. Du Pisser, Alter. Das darf man ja nicht vergessen hier. Diese zwischen den Stühlen, lange nicht mehr geputzt, Homie. Das ist ja unmöglich hier, was hier abgeht. Das ist ja geisteskrank. Gegangen. Oh, hab ich das Ganze gecrashed? Homie, wegen dir ist meine Frau weg, Mann. Kleiner Motherfucker, Mann. Gefahren, ach du Scheiße, da. High Life, danke. Geile Handyhülle. Hey Homie, Alter. Kann ich die Karre haben? Schenkst du mir die? Nein, auf gar keinen Fall. Ist mein Auto, oder? Wie ist dein Auto? JDM. Ist
Problem mehr. Ich würde doch nur eine Fahrt machen. Oh, ist das ein Skyline? Ah ne, ist kein... Ja, was ist das denn? Aber das erinnert mich an Tokio. Ja, ja, das erinnert mich auf jeden Fall an die Autobahn. Yeah? Wenn da jetzt ein Typ reinkommt mit Glatze und Anzug, wir haben nichts getan, sonst klappt das morgen nicht. Hast du mich verstanden? Mit Glatze und Anzug, ja, okay, alles gut. Genau. Egal, was er dich jetzt fragt oder egal, was jetzt passiert oder er sagt. Ich war da, aber es ging um was Geschäftliches. Es ging um was Geschäftliches, okay. Wer soll denn kommen? Simon oder was? Bilal. Bilal. Der hat eine Glatze, der hat einen Anzug an. Ich glaube, der läuft gerade rein. Keine Ahnung. Okay, gut. Ist das dein Freund? Ja, so in der Art. Okay, gut. Okay. Okay. Ciao. Ja, wer bist denn du? Hallo? Oh. Hallo, wer bist denn du? Eigentlich eine geile Karre, Homie. Ist wirklich eine stabile Karre, man. Kommt dir bekannt vor, das Auto? Ja, Mann. Dann komme ich sogar mit, oder? Dann kann ich den stornieren. Und warum? Ja, bei 6 Minuten muss er abbauen und so. Das geht schnell. Ja, wie du willst. Oh, mein Rücken. Das geht quick eigentlich. Wie lange fahren wir von da zu weiter? Zum Airbnb? Ja. Von wo? Von jetzt hier? Oder ich fahre einfach von hier los. Einfacher. Ich dachte, du fährst von hier zum Flughafen direkt. Ja, eigentlich smart. Ja. Kann ich noch ein bisschen live bleiben. Keine Chance. Okay. Das war's mit Pat. Hab mich gefreut. Tokyo T out now. Stimmt, das ist nicht mehr lang online. Also warte mal kurz. Ja, ja. Stimmt, Digga. Ey, das Tokyo T, wie lange ist das noch online? Ich weiß gar nicht. Irgendwann, wenn wir in Deutschland sind, machen wir das auch spontan. Aber freut mich ernst, dass das so gut ankommt, Chat. Ich bin hier mit Katos Jacke einfach hingekommen. Pre-Order-Version. Wir gehen rein. Check das Tokyo T ab. Wilde Sachen. Manche haben auf jeden Fall gefragt, auch was da steht. Guck mal. Unten steht Hallo. Oben rechts steht cool, Ausrufezeichen, und links steht Suri auf Tokio, auf Japanisch. Auf Tokianisch? Hier ist Oktober 2024 als Detail. Hinten, guck mal, Suri, Smiley auf Japan-Flagge als diese gelbe, rote Dings. Freut uns auf jeden Fall, Chat, dass das so krass ankommt. Und Hintergrund allgemein ist einfach an sich Tokio. Ja, Black Friday wird crazy, da kommen Jacken und so. Boah, aber Black Friday, ich schwöre, das wird so ein kranker Drop. Ja, ja. Darüber, Friday, freue ich mich ernst. Ernst, das werdet ihr danach sehen, das wird wirklich geisteskrank. Da haben wir uns sehr, sehr viel Mühe gegeben für wirklich krasse Jacken mit krassen Designs und so. Aber dazu dann mehr. Ich zapp jetzt, weil wir haben hier 8 Uhr. Bin sogar wieder müde geworden. Ich muss noch packen und so. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja, diese RP. Das ist lachkig. Gefällt mir. Jetzt verstehe ich den Arschkopf hier ein bisschen besser, warum der das jeden Tag zockt, 18 Stunden lang. Ja, ne? Das ist wachkick. Ist lustig. Ach, boah, da kommt eine Jacke von Kato. Check das Suriety ab. So. So, Ami. Suri Worldwide. Suri Worldwide.
Wir sehen uns. Ein Woche später. Beide. Wir sind am Flughafen. Melho, danke für 8. Okay. Ich krieg langsam Hunger, so Loki, ne? Mido, wie lange bist du noch da? So eine Stunde ungefähr. Warum? Da muss ich direkt zum Flughafen. Ich krank, ich sag dir ehrlich auch. Warum? Deine Sachen mitten sind. Hast du die mitgenommen? Ja. Das ist krank. Ich call das Wort sein Flugzeug. Kein Schwanz würde das machen. Was kein Schwanz würde das machen? Das, was du machst, da. Ich bin ja auch kein Schwanz. Boah, ich brauche Nudeln, Alter. Warte, ich bin nicht da. Ey, lass mich mal fahren, bevor ich ihn ausflippe. Ich sag, bitte, bitte. Chill, ich muss dir kurz Nudeln holen, Alter. Ich bin wirklich komplett. Mein Magen ist leer, so gefühlt. So, okay, Army. Let's go. Was hast du vor? Omi, du warst im Gully, oder? Wo war ich? Im Gully, oder? Ja, ja, da war ich schon. Da waren wir doch zusammen gestern, Omi, ja? Bist du blöd? Nein, ich bin immer auf beim Friedhof. Nee, da war ich noch nicht. Warst du wirklich nicht? Was kann man da machen? Im Friedhof im Gully, da. Warst du drin oder nicht da? Nee, was kann man da machen? Da, es gibt so richtig coole Sachen und so, da. Was für coole Sachen? Anschauen kann, da. Homie, ich hab ne Idee. Ey, Digga, dein Ding ist wirklich wie Goldfisch, ne? Deine, die Erinnerung ist da. Homie, ich hab eine Idee. Was für eine Idee da? Fahr mal zum Kleidungsladen. Okay. Was mit Amy da? Ja, aber Bruder, als ich mit Amy war, da sind wir nicht reingegangen. Chat.
Homie. Glücklicher. Homie, ich habe 7 Tage Zeit, Lucretia zu klären, okay? Homie, wirklicher? Ja. Yeah. Homie, realer? Ja. Yeah. Let's go. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Sauer. Hi, Lucretia. Wie geht's dir? Na, du? Gut, und dir? Auch gut. Wo bist denn du gerade? Bei meiner Hut. Los geht's. Okay, okay, ja, wir telefonieren gleich, ja? Ciao. Ciao. Okay, los. Zu Crypto. Du bist der Fahrer. Achso. Holmes, was ich sagen wollte, musst du mir diese von der Pizzeria mit Dings schicken, Namen. Bitte. Ja, ja. Die ist da, Omi. Warte, wir brauchen eine andere Perspektive. Komm, komm, komm. Fahr mal da, wo wir vorher waren, immer. Gensort. Eigentlich unauffällig, das Auto ist lauter als Dinger. Der glaube ich in die Hut, oder? Sie geht wieder in die Hut. Mira. Reinschleichen. Was geht da? Sieht denn schon aus? Am Stehen bist du. Nee, steh nicht. Bist du nah? Und wir müssen warten, bis sie weggehen und dann will ich hoch. Ich will einmal an ihrer Bettdecke riechen. BH, ne? Guten Tag, es ist Sauer. Hi, Lucretia. Was mit dem Na, wie geht's dir? Was treibst du denn so gerade? Ich bin gerade in meiner Hut. Weißt du, ich denk gerade an dich und stell mir so vor, wie du gerade durch deine Hut läufst, weißt du? Echt? Und ja, ich laufe hier gerade tatsächlich rum. Stalkst du mich wieder? Nein. Sicher? Wirklich, wirklich klar. Aber, weißt du, Lucretia, ich denke jeden Tag an dich. Echt? Bin ich dir so im Kopf geblieben, Mensch? Also, keine Frau, bisher ist mir so im Kopf geblieben wie du. Oh mein Gott, Mensch.
Heute bist du ja richtig kuschelig drauf. Ja, ja, das ist kuschelig. Nicht. Lucretia. Nicht weinen. Nicht weinen, bitte. Nicht weinen. Atme tief durch. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht verliebt in dich. Oh mein Gott, nein, glaub mir. Nein, das ist nur... Das ist die Verzauberung, weißt du? Ich hab Feenstaub und so auf dich gesprüht im Schlaf. Feenstaub? Ich war bei dir zu Hause, ja. Feenstaub. Lucretia, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Wirklich. Du wirst dein ganzes Leben ein, Lucretia. Oh mein Gott, bitte beruhig dich. Ich schaff es nicht, ich kann nicht ohne dich, Lucretia. Du bist... Rauch mal einen Laub-Joint, ich glaube, dann geht's dir besser. Was soll ich? Ein Laub-Joint rauchen. Mie, sie fährt weg. Was für ein Joint? Ich Laub-Joint. Nein, ich bin clean. Echt? Seit wann? Über Tagen. Aber Lucretia, ich kann nicht ohne okay, das dich. Das unterstütze ich. Ja, wieder ein Lowrider. Ja, ist wirklich sehr süß von dir, aber ich muss jetzt wirklich was essen. Du musst was essen. Was essen? Wollen wir zusammen was essen? Ich bin schon in Gesellschaft. Ah, okay. Wo bist du denn essen? Burgerschacht. Okay, dann viel Spaß euch beiden, ja? Ja, vielen Dank. Ciao. Ja. Diesen Burgerschacht essen mit deinem anderen. Ja, mit einem von ihren Gangster. Hat er da, der lila Rollrider. Mayo. Boah, das wäre ernst krass, würde einer... Was hat sie gesagt am Telefon? Ehrlich? Willst du wirklich wissen, wo ich bin? Ehrlich? Und so, so hat sie geredet, oder? Du meintest, ja, okay. Wo ist sie denn? Zu markiert? Ja, ist markiert. Ehrlich? Miro, was fandest du an Japan am besten bis jetzt, oder? Essen, die Menschen. Die Art und Weise, wie... Essen teuer, geht voll. Kommt drauf an, wo du isst und was du isst. Wenn man so Wagyu-Steak essen geht, normal, ne? Wo, es gibt auch You Can Eat Wagyu, gute Laden, wo... Ja. Du bist halt günstig. Sag Parkplatz hier rechts. Platz. Warte, sie hat einen neuen Standort getan. Fahr doch nicht direkt hin, wir wollen ja stalken, du Vollidiot. Da. Was stalk? Ja. Ich hab ne Idee davon, wo wir sie stalken. Park nieder und steig nie aus. Ein Bitch. Und wem ist sie da? Ich glaube, sie ist allein, oder? Alleine. Wie gerne ich jetzt zu ihr gehen würde, oder? Soll ich
Soll ich zu ihr hingehen und einsteigen? Lass mich, lass mich. Ich rede mit ihr. Nein, was für Dure! Ich rede mit ihr. Sie erwartet mich da. Du Schwanz, willst du nackt bei ihr rein? Ich hab keine Ahnung. Soll ich, hey, soll ich mit dem Busch? Okay, komm. Nur nicht wegfahren. Hey! What the fuck? Sorry, ich hab keine. Okay. Ganz los. Wo sind deine Klamotten hin? Also, ich hab so ein bisschen Probleme gehabt. Das ist ja jetzt nicht mit Absicht so, dass ich hier bin ohne Klamotten. Hm. Und wie bist du hierher gelaufen? Achso, ja, Und wo ist warte, Baby? Halt mal kurz, warte. Was soll mit Amy sein? Keine Ahnung. Kannst du mal zurückfahren? Ach so, ja, klar. Parkplatz. Okay, was ist los? Du willst seit ein paar Stunden schon reden. Also, weißt du, wie läuft das gerade mit dir und Schau? Wir haben es beendet. Denke ich zumindest. Ja. Komplett beendet. Ja. Ups. Wie, was heißt, was heißt, denke zumindest? Wir haben uns ausgesprochen ein wenig. Und er hat gesagt, dass er es beenden möchte. Und keine Ahnung, hatten ja in letzter Zeit schon öfter Krise. Ich glaube, es ist besser, wenn man getrennte Wege geht. Und hast du jetzt einen neuen? Eigentlich nicht, das war vorne ein bisschen übergespitzt, aber ja. Der meinte, du hast einen neuen? Achso, ja, ich habe ein bisschen palabert. Keine Ahnung. Was hast du? Ich habe ein bisschen palabert. Das war ein bisschen, wie soll ich sagen? So, um eifersüchtig zu merken. Ja, mäßig. Ja, ja, ja. Weißt du, der Chow kann einfach nicht loyal sein. Ja, ist mir auch aufgefallen. Aber fahren wir geradeaus? Geradeaus weiter. Geradeaus, geradeaus. Links, links. Nee, nee, die Lenke rein. Ja, genau. Und jetzt wieder links rein, ja. Also, Wohin willst du denn? Ja, fahr mal dahin, wo du hin willst. Okay. Wo wir schenken. Und erstmal ein bisschen labern. Okay, okay, okay. Das Ding ist, ich wüsste jetzt nicht, wo wir hin könnten, aber wir könnten vielleicht ein bisschen rumfahren. Okay. Ich verstehe jetzt nicht. Wolltest du jetzt nur das wissen? Nein, nicht nur das. Erstmal, wie geht's dir damit? Ist mir eigentlich, ich weiß nicht, also eigentlich voll okay. Voll okay, also war er dir egal? Er war mir nicht egal, aber weißt du, irgendwann gewöhnt man sich einfach an die Situation und man schließt, glaube ich, einfach innerlich ein bisschen, Eierköpfe. Es war halt so, dass ich wahrscheinlich einfach innerhalb abgeschlossen habe, weil gestern habe ich noch überlegt, wie ich ihn und keine Ahnung, diese Chantal entführe und keine Ahnung, einsperre oder so, aber das ist halt nicht mein Style, weißt du? Richtig. Einfach leben und leben lassen, deswegen. Ratschat, die ist unmöglich. Ja, bei mir und Amy ist gerade auch Krise. Wieso das? Ach, wir haben eine kleine Beziehungspause. Ah, das wird schon wieder, bei euch ist sowieso immer on-off. Amy ist eine Süße. Ja.
Ja, weißt du, wir haben gerade 7 Tage Beziehungspause. Warum 7 Tage? Ach, die hat da so ein paar Probleme, weißt du? Ach so. Oh nein, sie hat mich noch heute angerufen. Scheiße. Egal, das wird schon wieder. Oh, schau hoch dann. Soll ich reingehen oder nicht? Geh rein gern. Ja, hallo? Ja? Ich bin gerade mit Sosa ein bisschen unterwegs. Also ernst, wer die klärt, hat wirklich Game. Das ist unfassbar. Ich. Man hört ihn einfach durchschreien. Ja, wir fahren rum, aber ich hab nichts mit Sosa. Er ist. Hallo, chill. Er ist der Freund meiner Freundin. Bevor ich was mit Sosa hab. What the hell? Das hat ihn doch gar nicht zu interessieren. Sag ihm das, das hat dich gar nicht zu interessieren. Nein, das kann ich nicht sagen, das ist gemein. Und? Der hat dich heute den ganzen Tag beleidigt. Ja, kann sein, er kann ja beleidigen. Ich bin doch nicht so ehrenlos. Was los, Ciao? Das, also, du verstehst das jetzt komplett falsch, ne? Also, da läuft nichts. Da läuft wirklich nichts. Ja, bist du doof? Ehrlich. Ja, okay. Ja, ehrlich. Schon ein wenig. Ich weiß nicht, warte, ich muss die Postleitzahl lesen. Ich bin bei. Junge, was hast. Bei so einer Garage in der Nähe von 7080. Ich kann die Zahl gerade nicht lesen. Okay. Ehrlich? Bis gleich. Walla, habe ich nicht gedacht so. Auch. Ehrlich? Die Garage ist hier, oder? Nein, oder so machst du gar nicht mit mir. Da bin ich raus. Kannst bei einem anderen versuchen, aber bei mir nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Achso. Wie soll ich das formulieren? Wenn du willst, steig erstmal aus, ich park ein. Okay. Also, ich muss dich schnell wieder anziehen. Warte. Scheiße. Ich glaube auch. Was? Ah. Warum war der nackt immer? Nein. Ich weiß selber nicht. Der meint halt seine Klamotten. Alles Nein! Du Eierkopf. Ich werde dich niemals verstehen, Violare. Niemals in meinem Leben. Nein, Homie, das ist nicht so, wie es aussieht, Mann. Ich hatte von Anfang an keine Klamotten. Nein, Homie. Alter, ich hab doch nichts gemacht. Wirklich, da ist nichts passiert, Tommy. Ehrlich? Wirklich. Ehrlich? Ich hab die Schlampe gefickt, Tommy. Ich bin euch beiden rein. Ehrlich? Tommy, ich hab sie gefickt, Alter. Wenn du wüsstest, wie sie gestört hat, diese kleine verdammte Hure, Alter. Sie hat mir jemanden gelutscht, du Dreckiger, du Hund, oder fick deine Mutter, fick deinen Vater, fick deine Verdammte, du. Ah! Ehrlich? Ehrlich? Wirklich? Ehrlich? Walla, nein, so macht er bei mir nicht. Ey, bitte. Bitte, ja. Ehrlich. Guck mal, diese Brille, ich kann nicht. Wenn ich sie sehe, ich denke die ganze Zeit Dings an. Moment. Lili Was soll ich ihm sagen? Ich will ja nicht meine Beziehung hier gefährden. Nicht, dass er zu Amy geht und irgendwas sagt. Was ist das? Ach so, Yola, nein. Amy weiß, dass ich nichts mit dir anfangen würde. Was meinst du? Ich sehe deine Brüste von hier unten. Verstehst du, wie ich meine? Ich sehe sie da. Ich hatte Partner nur kurz mit Emily, deswegen. Ich ficke Emily, Mann. Nein.
niemals die richtige sein. Niemals im Nebenan. Nein, nein, das geht nicht. Mami, du musst den Samadu einpacken und den Backshot geben. Mir ist das nicht mal aufgefallen. Ah, natürlich ist dir das nicht aufgefallen. Das fällt doch gar nicht auf. Frau hat Amy geschrieben, die haben die Kamera. Niemals. Du Ekliger, wo guckst du hin? Ich bin Patrick. Du lachst die einfach. Warum willst du ihn die ganze Zeit schlagen, aber ich krieg die ganze Zeit Bomben, hä? Warum, warum? Ja, Mann, Alter, lass ihn mal hier kaputt schlagen. Scheiß mal da drauf. Amen. Jo, moin. Hast du gefunden, die Dings-Kamera? Ula, wir haben die gefunden. Niemals. Ich schwöre, meine die Frau von dem Oberfahrer bringt uns das jetzt einfach. Nein. Von gestern, ja, doch. Und was gibt... Aber gibt der Geld auf jeden Fall? Ja, natürlich, Bruder. Was ist das? Wie korrekt sind die denn hier alle? Sei ehrlich. Ich stehe morgens auf, oder... Ich habe 5 Anrufe von der. Die sagt, I have the camera, I have the camera. Ich sag, ich komm zu dir. Die sagt, nein, bleib da, ich komm zu dir. Dachte ich mir, Wallah, ja. Wie korrekt sind diese Menschen hier, Bruder, sei ehrlich. Bruder, das ist krass. Ist der Patrick neben dir? Nein, der Patrick ist schon unterwegs. Ah, also der kommt hier hin. Der kommt hier zu euch jetzt. Ja, easy. Ich wollte dir nur Bescheid geben. Ja, aber dann sehen wir uns gleich. Okay, ja. Ja, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine Kamera vergessen in diesem Uber und die haben einfach die Kamera in dem Uber gefunden. Und die bringen sogar die Kamera vorbei zu uns. Das ist wirklich, wie korrekt muss man sein? Wie korrekt muss man sein? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben, also guck mal, wir haben gestern ein Uber bestellt, da haben wir die Kamera vergessen. Dann haben wir den geschrieben, dies und das, der hat nicht geantwortet. Dann haben wir einen neuen Uber bestellt, das war eine Frau, und haben während der Fahrt mit der Frau geredet, wie kriegen wir unsere Kamera wieder. Und die Frau hat sich über die Nacht, hat sich die ganze Zeit darum gekümmert, dass wir die Kamera wieder bekommen. Und am nächsten Morgen bringt die einfach jetzt die Kamera vorbei. Wie korrekt muss man sein? Das ist richtig, also, sowas habe ich ernst selten gesehen. Dennis schon wieder 8 Punkte nach 6 Minuten, ja klar. Was denkt ihr, hä? Was denkt ihr, der droppt heute 40, seid ihr dumm? Seid ihr krank, Chat? Der droppt 40. Warte mal, wie spät ist es bei euch gerade, Chat? Your call has been for... Wie lange noch live? Boah, so eine... Warum muss ich noch mal am Flughafen sein? Warte mal, ich muss offline. Warte kurz. Oder? Bei uns ist gerade 9 Uhr morgens. Ey, warte, muss ich jetzt schon los zum Flughafen? Nein. Wann ist denn unser Flug? 9 Uhr, warte. Schreib mit der gerade, diese Frau. Schreib zu mir einfach, das tut mir leid, ich bin gerade... Ich hatte Feierabend und ich bin in meine Casual Clothes, also nicht Arbeitsklamotten, wie höflich sie sind. Ach du Scheiße, Bruder.
Warte. Unser Flug ist um 12.30 Uhr, Bruder. 12.30 Uhr, bei uns ist 9 Uhr. Nein, nein, bei uns. From. Also bei uns. Sind meine Sachen gepackt und so? Ja, ja. Alles, alles? Alles, ja, alles. Aber Bruder, du musst dein Stream-Ding im Rucksack mitnehmen. Es geht nicht anders. Mein Stream-Ding im Rucksack? Ja, Bruder, es geht wirklich nicht anders. Frag, ey. Also ich weiß sowieso von nichts. Ja, wir checken das gleich. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Easy. Bruder, ich sag dir ehrlich, so, ich will nicht sehen, wie so ein Scan aussieht, wenn so ein Kabel hier in meinem Rucksack drin ist. Also ich küsse doch Herzen, das geht, glaube ich, gar nicht. Kann sein, ich kann nicht fliegen. Wenn ich da mit Handgepäck... Okay. Wir machen das. Easy. Ja, klar. Heide. Ciao. Der ist auf dem Weg. So. Wo ist der Ciao-Lingerler? Ciao-Linger. Your call has been forwarded to an automatic voice. Warte mal, ist er jetzt schlafen gegangen? Ah, Game ist gecrashed, okay. Wann hat man wieder das Unicorn eigentlich geöffnet? Ah, Hallöchen! Kenne ich Sie nicht sogar? Von Insta-Peach? Sosa, bist du da? Wie bitte? Sosa? Ja, ich bin Sosa. Ach, Scheiße. Steig mal ein! Ich steig nicht so fremd ins Auto. Kann ich bei dir einsteigen? Kannst du machen. Okay, gut. Wie geht's dir? Wieso hast du keine Hose an? Frag nicht, fahr mal zu einem Kleidungsladen. Du weißt nicht, wer ich bin, ne? Deine Stimme kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht. Kennst du noch Kira? Ah. Kira? Kira Mendes? Nein. Also bin ich, also... Ich war ihre... Beziehungsweise wir waren beide zusammen Anwälte. Hey du Bitch. Ach du Scheiße, stimmt. Yo, Lingling. Ich glaub, du bist schlafen gegangen. Nein, 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 ich bin nicht schlafen. So, wo bist du denn? Ich bin unterwegs gerade. Wie heißt du nochmal? Pauline. Mit Pauline! Dummer Junkie, Junge, du dummer Junkie. Du musst gleich los zum Flughafen und triffst dich noch mit irgendeiner Pauline, oder? Ja! Ey, Pauline, Alter, ich hatte immer einen Crush auf die Omi. Jetzt hab ich die getroffen. Ja, was so eine Scheiße. Omi, ich ruf dich gleich an, ja? Alles klar. Okay, ey, Pauline, wie sieht's bei dir aus? Hast du Frau und Kinder? Mann und Kinder? Ja, Frau und Kinder habe ich. Ey, Pauline, wie ist bei dir? Ey, warum siehst du nicht? Du hast Sex-Stories aus euren Häusern mit Peppi? Ja, yeah, wir poppen in letzter Zeit ein bisschen viel. Aber Pauline war seit wann ein bisschen so sexy unterwegs? Früher hattest du nicht so ein Big Booty Girl. Ja, ich hätte mir das machen lassen. War sehr teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, fahr mal irgendwo hin, wo du aussteigen kannst. Ich will dich kurz angucken. Ach du weißt Scheiße. Sosa, du hast doch eine Frau. Nein, ich hab keine. Doch, hier du links. Hast eine. Nein, ich hab wirklich keine. Links. Meine Frau ist im Alter, geht nicht. Also. Steig mal aus. Hätte ich machen lassen, ne? Gib mir mal einen 360. Ein was? 360. Was soll das sein? Ein Spin. Yeah, like this. Scheiße. Alter, aber dein Arsch ist es wirklich nicht, Mann. Bitch. Alter, das ist... Okay. Fahr mich mal zum Kleidungsladen. Warum hast du keine Hose an? Warum sollte ich eine Hose anhaben? Dennis fickt gerade alles, warte. Wir sind hier in der Öffentlichkeit. Boah! Warte. Dennis. Point Guard. Dennis Schröder, 8 Punkte. Ah, 10 Punkte. Im ersten Quarter?
13 Punkte. Ich hab kein Auto hier. Dennis ist on fire, ich hab's euch gesagt. Fahren wir gerade zu einer Garage, habt ihr ein Auto? So, danke. Hallöchen, alle, hallo, hi, hi, ich hoffe, euch geht's allen gut. Hallo. Was ist los, Junge? So. Deine Freundin. Die ist weg. Gut, dann steig mal raus. Sorry, tut mir leid. Sag mal, bist du schwanger, du siehst? Was ist schwanger? Wo bist du, du kleine Dreckige? Hier bin ich. Alter, was hast du für einen Arsch? Ja, den hab ich hier machen lassen. Der sieht ekelhaft aus. Was für ekelhaft. Bah! Das ist das Outfit, ich habe eine Pampers von Omi angezogen. Ekelhaft. Was geht? Ein kleiner Dreckiger. Sei ruhig jetzt, Mann. Du bist eine Bitch. Du bist eine. Musst du irgendwo hin? Hallo? Soll ich dich irgendwo hinfahren? Hi? Huh? Müsstest du irgendwo hin? Nee, müsste ich nicht, danke. Okay. Willst du irgendwo hin? Nee, Mann, aber danke. Sehr lieb von dir. Ey, ich kenne so einen neuen Laden hier. Ich wollte dich hier einladen. Wo denn? Welcher? Oh, Sekunde. Ja, hallo? Ja. Was hat die? Ja, Homie. Homie, wo bist du? Homie, weißt du was? Du hast mich verkauft für Pauline, ich rede gerade mit Viola, ich kläre das Ganze, ehrlich. Ehrlich, wirklich. Ehrlich. 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 Homie, du mit ehrlich. Paulina, du mit dieser Viola, Alter, das ist die. Ehrlich. Ehrlich. Bist du narrisch? Bist du narrisch? Bist du narr? Bist du? Hey, warte mal, ich bin der Einzige im Internetcafé. Ah, nee, das ist noch ein von mir. Der ganze. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, was willst du? Hallo? Was? Haben Sie vielleicht ein bisschen Tankgeld für mich? Ja, ja, bitte, hier. Hey, yo, 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 yo! Bist du narrisch? Warum hast du jetzt aber aufgelegt? So, hab ich aufgelegt? Narrisch, bist du narrisch? Ich hab nicht aufgelegt. Bist du narrisch? Okay, was machst du jetzt? Sind diese Scheune da, Scheune, Dings, Rockswater. Oben die Scheune? Ja, also da auf der Insel. Auf Fuck in the Forest? Ja, da in der Nähe halt von Fuck in the Forest. Homie, wo seid ihr ganz hingefahren? Keine Ahnung, wo sie mich hinbringen. Ich glaube, die will mich irgendwo in irgendeiner Ecke im Wald durchnehmen oder so. Oder? Keine Ahnung, ich habe Angst bei ihr manchmal. Könnte okay. Auch ein Mann sein neben mir. Okay, warte, ich treffe mich mit Joanna. Wenn nicht, komme ich zu euch. Joanna. Joanna. Ich will Lucrezia. Ey, ich muss diese Lucrezia kriegen, Chat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lucrezia kriege? Chat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Tell me. Tell me why I ain't looking but... Ich will sie ernst, die macht halt gutes RP, deswegen. Das soll meine Freundin werden. Yeah.
Chat, wie holt man so Gitarre raus? Wie holt man so Gitarre raus? Nimm mal so. Einen bekannten Song mit Gitarre. Today is gonna be the day and I'm gonna run back to you. Wie heißt das? Today is the day.